Buongiorno! Gutes, freies, neues Jahr! Du bist endlich zurück, Mann! Was machen wir heute, also, Falco? Ich habe eine App gefunden von einem YouTuber, Jazza, der auch Zeichen-Content machte. Und ich habe gesehen, die ist echt nice. Da sind mehrere Zeichen-Challenges drin und ich werde zwei davon mit euch versuchen. Aber du weißt, dass du gegen uns keine Chance hast, oder? Jeder weiß, dass Falco am besten zeichnen kann. Ich habe keine Chance, aber deswegen zählt hier die Kreativität. Immer besser so gut wie wir. Entschuldigung, darf man sich Farben aussuchen? Also für jeden verfügbar gibt es noch hier. Wenn man will, aber es reicht. Ich glaube nicht, dass du so kreativ bist. Es geht so, ihr könnt hier die Minuten wählen. Was hab ich eigentlich für ein Brett? 20 Kilo, ich schwöre. Bist du gleichzeitig auch kochen? Weißt du, ich soll ja Fitness machen, aber drei Gänge mit Fangen wir an, Wir können hier die Zeit bestimmen, ich würde sagen 2 Minuten. 2 Minuten reicht es. Okay, der die braucht vielleicht 5, aber... Ich wähle die Scribble-Challenge und zwar, hier werden ein paar Zeichen, Skribbel so eingeblendet. Wir müssen sie genauso wie sie sind nachmalen und darauf was Geiles malen. Das steht alles auf Englisch hier. Kannst du das auch Dima mal erklären? Ja. Ich glaube, er muss das nochmal erklären. Habt ihr einen Dolmetscher? Ist hier ein Dolmetscher im Raum? Entschuldigung. Möchtest du dich mit mir anlegen, oder was? Wir sollten ein Punktesystem einführen. Aber das bestimmt ihr. Ihr bestimmt in den Kommentaren, wer in jeder Runde der Beste ist. Okay. Kreativer gewesen. Na, let's go. Okay, das muss er genauso nachmalen und das muss dann was Geiles was werden. Was ist das, Mann? Ich komme da auf ganz falsche Gedanken, wenn ich sowas sehe. Ah, ich verstehe, ich glaube, ich weiß, was das ist. Aber da muss man ein bisschen Fantasie mitbringen, ne? Oh ja, voll. Sehr viel Fantasie. Voll mit Fantasie spielen. Ich glaube, es ist schwer zu verstehen. Ich hab's auch irgendwie. Es ist ja wirklich easy. Weniger als 2 Minuten waren wir fertig. Ja, ich hätte auch die letzten 30 Sekunden nicht gebraucht. Ich habe trainiert. Eins und fertig. Ich habe trainiert. Ich brauche kein Training. 3, 2, 1. Also ich habe gemeint, also ich dachte, wir reden gleichzeitig. Ja. Also es ist sehr schwer zu verstehen, muss ich natürlich an dieser Stelle anmerken. Wo ist das Symbol? Ich habe das versucht künstlerisch zu erfassen, das Symbol ist das. Und ich habe in diesem Symbol Umrisse von die genialste Erfindung der letzten 200 Jahre. Ein WC, wie heißt das? Ein WC-Körper. Oh. Und eine Person, die da drauf sitzt, die Person ist relativ schmal. Ich habe versucht, mich zu malen. Da sind Beine, die so ein bisschen breit auseinander sind. Da kommt ein Stückchen Kackerhaufen raus. Wow. Das ist das hier. Aber er ist ja gleichzeitig in die Toilette. Und gleichzeitig! Das Jugendwort 2017, Smombi, er ist am Smartphone. Verstehst du? Mann, auf Toilette, das ist wirklich kreativ. Es ist kreativ. Egal was du machst, egal was du für eine Scheiße bringst, das Wort kreativ schmückt einfach alles. Wow. Solange du sagst kreativ, es ist kreativ. Und anders. Sagst du mich aus, oder? Ich find's voll kreativ. Das ist doch kreativ, oder? Ja, voll. War voll kreativ. Ja, sag doch mal dein erstmal, bevor du lachst. Also ich habe halt sehr viel Nächte alleine verbracht und habe daraus eine Frau. Und hier sieht man ja das Symbol. Und ich habe daraus Brustwarzen gemacht und ein Mädchen mit Bauch und Rock und Füße und ihre Hände und sich und zeigt sich nackig vor ihrem Freund. Versteht ihr? Sehr romantisch auch. Also ich habe mir gedacht, so, sie ist halt die Frau, sie braucht den Mann. Warum ist ihr Oberkörper frei, Energy? Ich dachte, ich habe... Romy? Was ist los, Mann? Ich dachte, meins ist kaputt, aber dein ist ja noch schlimmer. Ja. Ich habe nur eine Frau gemacht mit 2 Brüsten daraus. Ich hoffe, dieses Video wird jetzt nicht deswegen gestrikt. Es ist eine völlig normale Situation. 3 Jungs sitzen auf einer Couch, der eine malt hier sowas hier, der andere eine halbe Frau. Kacke und völlig okay. Aber ich glaube, Falco wird es gleich ausgleichen. So der Kopf, Alter. Falco holt die Normalität wieder rein. Okay. Normalität, wer weiß. Ich hatte, guck mal. Das war so eine Klippe, eine Straße und ein Auto, das so runterfährt. Wo ist das Symbol? Weil das hier, weil dieser Bogen und dieses Strich. Digga, willst du mich verarschen? Jungs, was stimmt nicht mit uns? Warum ist alles so... Digga, guck mal, was in den ersten Sekunden unseren Köpfen kommt, ja? Was passiert hier eigentlich? Sein Kopf ist so kleiner als was. Und deswegen kommt auch Kacke raus und eine Toilette. Bei mir ist auch noch kleiner und es kommt so... Titten. Und bei ihm so... Eine Klippe und ein Auto, eine Straße. Ein Auto mit Rauch. Ja, aber jemand muss sterben, verstehst du? Ja, schön. Weil ihr müsst immer so dramatisch. Krankenkopf. Entweder wird er der König oder alle sterben. Ja. Meint ihr, wir sind normal? Das werden wir rausfinden jetzt. Wir sollten weitermachen. Wir sollten weitermachen. Soll ich die Qualität meiner Zeichnung ein bisschen runterschrauben, damit ihr mithalten könnt? Ja, bitte. Helft bei uns. Ist okay für euch, wenn ich schlechter mache? Ein bisschen Kreativität runterschrauben. Ist das trotzdem noch authentisch? Dann? Ich tue nur so, als ob ich normal kann. Ein bisschen. Okay, nur minimal. Nur für uns. Ach, nur für uns. Bitte. Echt lieb von dir, Dima. Voll korrekt, ja. So, die zweite Scribble-Challenge. 2 Minuten. Hä? Da sehe ich ja mal gar nichts. Das ist gar nicht einfach. Was ist das? Ein
Allein das nachzumalen ist schon voll die kreative... Kreative? Herausforderung. Ah, ich sehe. Oh, das darf ich nicht zeigen, sonst klaut ihr die Idee. Das ist zu heftig. Ich habe das Gefühl gerade, dass ich und Dima mit Ansage das gleiche zeichnen. Noch 50 Sekunden. Oh, diesmal brauche ich ein bisschen Rot. Ah, diese Zeit kann ich nutzen, um ein paar unnötige Details hinzuzufügen, die ich eigentlich gar nicht brauche für mein Bild, aber das macht es natürlich noch künstlerischer und kreativer. Wolltest du nicht das runterschrauben? 2 Minuten sind zu viel für uns. Ja, ich will sagen, nächstes Mal machen wir... Achso. Energy? Ich habe immer noch gezeichnet. Willst du dein Bild vielleicht als erstes zeichnen? Ich war gerade so drin, ne? Das ist meine Kamera. Zeig erstmal dein. Oh. Bitteschön. Ja, Energy, also, ganz kurze Frage, willst du uns damit etwas sagen? Ich will euch sagen, dass das hier ein Boot ist. Ja, und diese Linien, die wir hier hatten, sind so die Segel da vorne. Ja? Aha, ja. Das ist das Boot und hier sind 2 Menschen drauf und hier ist das ganze Wasser. Einfach sehr simpel, ein Boot im Wasser. Man muss ja nicht die Kreativität übertreiben. Was? Ich und Rumi haben eine Geschichte darüber geschrieben, über einen Typen auf dem Boot. Was ist das, Bro? Tschüss. Wow. Du hast es gesagt mit Ansage? Ich habe das Gefühl gerade, dass ich und Dima mit Ansage das gleiche zeichnen. Und guck mal. Dasselbe? Energy, wollen wir vielleicht darüber reden? Hab ich nicht gesagt? Es ist das dritte Video in Folge, wo wir die ganze Zeit an die gleichen Sachen denken. Hey, aber das ist echt jemand gesagt, ne? Ich hab's. Leute, ohne Kamera. Also da waren jetzt das wahrscheinlich echt Schnitte drin so, aber wir haben es nicht gefaked. Also entweder du hast wirklich abgeguckt oder. Also jetzt wirst du langsam ein bisschen. Creepy. Okay. Aber wenn wir schon dabei sind, das gleiche Bild zu machen, muss ich natürlich an dieser Stelle betonen, dass meins proportionentechnisch und künstlerisch wertvoller ist, weil es viel kreativer ist. Deins ist deutlicher. Kreativer. Denn man erkennt bessere Details. Guck mal, hier gibt es gar keine Tiefe, keine Perspektive. Es hängt in der Luft. Meins ist so, es ist geerdet, so, aber es hat eine Perspektive, eine Haltung. Hier gibt es Vögel. Es gibt Wolken, es gibt eine Sonne, eine Atmosphäre, es gibt ein Fernglas, ich weiß sogar, wie Fernglas auf Deutsch heißt. Hab ich voll lange Gedanken gemacht, wie das heißt. Und das Element aus dem Spiel ist auch dabei. Darf ich dann auch meins verteidigen kurz? Ja, du hattest deine Chance. Darf ich? Hier sieht man die Stärke der Welle. Man sieht, dass sie sich aufbraust. Ja? Als viel mehr dynamischer. Boot. Und das Boot ist ja im Wasser, deswegen sieht es so aus, als ob es eine Bewegung ist. Versteht ihr, was ich meine? Hab ich was verpasst? Ich hab gerade nicht zugehört. Okay, Dima, gucken wir uns lieber Falkos an. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn Falkos das bestimmt dir, weil kreativer gewesen ist. Ich habe direkt ein Flugzeug gesehen. So ein Moment mal, da fehlt ihm dein Detail. Was? Okay, alles klar. Ist alles da. Genau so wie es in der Rap war. Ich habe jetzt dieses Gekritzle nachgemacht und ich habe dein Flugzeug. Ja, versucht in der Perfektion etwas Unperfektes zu finden, weißt du? Crazy. Es ist, ich muss zugeben, es ist ein bisschen besser als mein. Es gibt kein nicht, was kreativer ist. Es gibt nur was anders kreativ ist. Und alles ist kreativ, was kreativ ist. Wer kann denn Kreativität messen? Bist du auch kreativ? Wie oft haben wir in diesem Video kreativ gesagt? Wir machen den kreativen Counter. Okay, Jungs, diese Runde, ich spiele mit offenen Karten. Auch du, Danage, darfst jetzt zugucken, offiziell. Nein, ich werde... Du hast letztes Mal trotzdem zugeguckt, aber... ausprobieren, ob wir wieder das gleiche machen. Auf Ansage. Das interessiert mich sehr. Das ist wirklich, also jetzt, wenn das jetzt wirklich so ist, dann ist vorbei. Dann gehe ich. Ready? Komm. Ja. Hä? Gehört das alles dazu? Alles zusammen, ja. Und so ist... Ah, ja. Jetzt ist die Toilette, Alter. Okay. Warte, ich Mann, du hast schon wieder dieses. Du hättest das nicht sagen dürfen. Jetzt musst du mir eine neue Idee ausdenken. Hast du gerade blau? Kann ich kurz blau haben? Ja. 5 Sekunden! Ah, Scheiße! Boah, mit Farbe zu arbeiten ist ja wirklich wundervoll, Jungs. Toll. Ich glaube, ich kann das Bild sogar mitnehmen und einrahmen. Diesmal fange ich an. Also, wir sind jetzt hier in ein japanisches Restaurant. Wow. Und dieses Kritzel ist diese Schüssel geworden mit Reis. Und das so ein Blech mit so Sushi und Maki drauf. Boah. Ich habe so da den Tisch gemacht, so mit dem Stäbchen. Aber er ist ganz alleine, das ist ja ein bisschen traurig. Ah, oder? Ja, ich wollte auch für Kinder so ein paar andere Figuren machen. Ja, aber er ist alleine geblieben, weil ich nicht genug Zeit habe. Also hast du mich gemalt. Dima, erzähl uns noch weiter direkt in deinem Bild. Mein Bild ist künstlerisch sehr schön geworden. Oh, dieses Mal. Wow. Ich habe mich ausprobiert, mit Farben zu arbeiten. Hier erkennen wir ganz deutlich die Elemente, die in dieser App zu sehen waren. Und ich habe daraus so einen Baum gemacht, der abgesägt ist. Und deswegen, also der Vogel denkt sich, da kann man noch ein bisschen was gönnen. Ja? Und der Vogel ist ein ganz besonderer Vogel mit Farbe, weißt du? Er ist von ganz, ganz weit, von einem fremden, weit entfernten Land hergekommen, um diesen Baum
kaputt zu machen. Und dann habe ich so eine Tiefe erschafft durch diese Morgendämmerung, weißt du? Ja, ich weiß, Farben, wenn die Sonne aufgeht. Das ist ein Sonnenuntergang. Ja, ich meine Untergang, ja. Die Untergang. Ich war kreativ. Nicht schlecht. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Das ist fast der falsche Ausdruck dafür. Ich würde perfekt oder genial sagen. Aber nicht schlecht tut's auch. Also wie man ja sieht, hast du einfach einen ganz normalen Vogel genommen, der gegen den Baum gehauen hat. Ich habe mir natürlich was viel tiefgründigeres ausgedacht. Ja. Und zwar? Und zwar habe ich hier das Alphabet. Ja, und das Alphabet wird von einem kleinen Kind geleitet. Das kleine Kind ist in der Schule und hat keine Lust, das Alphabet zu lernen. Und deswegen schmeißt er alles in die Toilette. Das ganze Alphabet. Und das Alphabet fliegt sozusagen in die Toilette aus deinem Kopf. Oh, das ganze Alphabet endet mit N. Alles klar, der Nadine? Ja, er kann erst. Er ist klein. Ist gut. Alles gut. Ist okay. Krass, oder? Moment mal. Interessanter Zufall. Wieder dasselbe. Illuminati! Ihr habt ja so eine Verbindung entwickelt. Dieses Video ist wirklich komisch. Versuche denn jetzt eine andere Art von Challenge. Und zwar, wir werden immer 2 Minuten haben und 2 Gegenstände, die da eingeblendet sind, so zufällige Gegenstände, fusionieren. Wer macht das besser? Wer macht das kreativer? Immer diese Challenge! Immer diese Kompetition! Oh, schreibt in die Kommentare, wer bis jetzt, wer jede Runde so der kreativste war. Und jetzt, neue Runde. Ready? Go. Ah, eine Pfanne und Gold. Ei. Oh, ich hab schon eine geniale Idee. Energy, passt mir auf, ja? Also, mein Meisterwerk ist schon fertig. Meine auch. Und stoppen! Oh, krass. Darf ich zuerst? Meins wurde nicht fertig. Und zwar habe ich einen Gangster gezeichnet, der eine goldene Kette hat. Ey, Digga. Mit deinem Bruder. Mach bitte nicht auf. Nee. Du hast das gleich. Tommy, ich hab genau was anderes gezeigt. Ich wollte schon einpacken. Ja, das ist eine Goldkette als Pfanne, weißt du? Wo sind die Goldbar? Das ist Gold, die ist aus Gold, checkst du? Oh, ich hatte nur keine Farbe für auch machen. Okay. Ich dachte, die Dinger müssen so richtig alt dargestellt werden. Aber ich glaube, das ist so, wie jeder das genau versteht. So, ja, genau. Man ich kann es halt reinterpretieren. Das ist halt von der Kreativität des Individuums abhängig. Okay. Bist du kreativ genug? Ich habe Breaking Bad genommen. Weil ich in letzter Zeit Breaking Bad geguckt habe. Wir haben wieder also eine Schon Serie. Schon wieder so eine Ähnlichkeit, Mann! Das habe ich ganz geguckt. Ich habe auch eine Serie ganz gehabt. Ja! Und zwar kocht er hier sein Meth. Und das Meth sind das Gold, das Wertvolle, die Diamanten. In der Pfanne kocht er das Ding und da sieht man auch, dass hinten die andere wie heißt das? Chemikalie sein. Nein, aber auf jeden Fall ist das hier. Ein Minecraft-Buff. Walter White. Ist das sein Kopf oder ist das sein Kopf? Ich habe ihn noch nicht fertig bekommen. Das sieht aus wie ein Minecraft-Figur. Genau, geil. Ja, ihr wart beide sehr kreativ. Ihr habt diese 2 Sachen sehr umgewandelt. Leute, dann direkter Vergleich könnt ihr gerne sagen, welches besser ist. Das ist ja relativ eindeutig. Und jetzt wisst ihr, warum Falco der King ist. Jetzt kommt die Kunst. Nee, ich muss dir sagen, diesmal war der meine Pilz-Kreativer. Ich habe einfach ein Gegenstand gemacht, eine Fusion zwischen den 2 Sachen. Einfach eine goldene, glänzende. Krass, das ist so eine Grillpfanne mit so diesen Goldstücke da drin, um die zu tragen. Das ist eine Grillpfanne, oder? So ja, genau. Diese Struktur mit diesen Rindern. Um diese goldenen Stücke dann tragen zu können. Ohne Spaß, die Idee hatte ich auch, nur ich wusste nicht, wie ich die goldene Pfanne Gold mache. Ich hätte auch das Problem. Ich dachte, also, ich mache einfach eine Goldpfanne, aber es ist nicht so einfach, das darzustellen. Aber ihr wart viel kreativer, weil ich habe mich genau daran gehalten, was da war, aber hier hat. Die Kette hat sich so auch getragen. Karate, ich finde, ich habe hier alles rausgeholt, was geht, oder? Ja. Leute, mit Ansage, ich mache in der nächsten Runde das krasseste Bild. Ich gebe mich jetzt richtig. Lass es richtig Mühe geben. Richtig. Okay, der Gewinner kriegt jetzt einen Pokal. Ein Plastikpokal. Das hier wird an denjenigen gehen, der jetzt dafür bestimmt ist, zu rasieren. Das nehme ich mal mit dem Bleistift. Ich meine, natürlich mit eurem. Okay, ich bin doch motiviert. Lass uns loslegen. Das war der Pokal. Ist kaputt. Ready, 2 Minuten und... 8 Minuten. Go, wow! Was ist das Link? Ein Glas? Ein Glas. Eine Minute noch. Boah, Leute, eine Minute. Oh, das ist nur so viel Zeit. Ja! 18. Hallo, ist das hier da? Das ist richtig der Fischer. Ah, meins ist schon fertig eigentlich. Mein ich auch. Bin bereit zu der Präsentation. Früher. Diese Zeit lasse ich natürlich gerne. Schau. Ey, sieht schon wieder so aus, als ob der nicht nachgemacht hätte. Stoppe.
Dann erkläre ich erstmal meins. Okay. Und zwar, euch ist bestimmt der Name Tesla geläufig. Es ist eine sehr bekannte Automarke gerade. Und zwar möchte dieser Herr Tesla einen Tunnel unter der Erde bauen, wo man mit fast Lichtgeschwindigkeit Autos fahren kann. Das ist dieser Tunnel aus Glas. Der Tunnel ist aus Glas unter der Erde. Hier drüber ist Ozean und ein Berg mit Palmen. Das ist eine ganze Insel, weißt du, damit man sieht, dass es unter der Erde ist. Das ist nicht alles komplett. Ich habe komplett verwandelt. Ehrlich gesagt, ein bisschen mehr Begeisterung dabei. Hä? Findet ihr diese Insel nicht heftig? Doch. Das ist auf jeden Fall so. Es ist okay. Dann bin ich aber gespannt auf den. Ich habe ein Bugatti Shot designet. Ich meine, richtig so gute Bugatti Shots genießen. Er sagt sogar einen Namen dafür gefunden. Bugatti Shots. Ein Bugatti Shot. Ich würde den voll gern trinken, Digga. Jetzt so ein Bugatti Shot. Oder auch ein Lambo Shot. Sogar mit Tiefe, mit Perspektive. Ja, mit Reflektionen und so. So drin, Digga. Okay, jetzt kommt echt meins, das ist ein bisschen... Weißt du, wir sollten vorher erstmal mich dann zeigen. Damit man den Moment noch fühlen kann, dass es einigermaßen gut ist. Meins ist ein Musikvideo. Softboxen sind hier, ja. Die sind mir nicht gut gelungen, mir fehlt das Stativ. Hier sieht man die Kamera und die filmt den Sänger hier vorne. Und das hinten ist der Bugatti, der von Champagner, was da drin war, komplett geduscht wird im Hintergrund. Und er performt so. Ihr habt beide eine Situation gebaut. Digga, aber dein Bugatti-Shot ist immer noch der beste. Also, darf ich diesen Pokal jemanden übergeben? An wem? Da ich weiß, dass ich nicht gewonnen habe. Die Leute dürfen oben entscheiden erstmal. Hier oben entscheiden, wer den Pokal verdient hat. Genau. Wir sagen nochmal, wer persönlich gewonnen hat. Und persönlich hat gewonnen wir drei. Ja. Wir waren sehr kreativ. Wie ein dreibeiniges Stativ. Und die Kamera, die sehr oft ausgegangen ist. Hey, eigentlich ist mein Pokal. Danke, tschüss. Aber danke, ich hab gewonnen. Abstimmen, wer gewonnen hat. Ein Applaus an uns drei. Immer, das ist ein Zufall. Ich hab auch gerade jongliert. Mann. Freunde, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace. Okay, wir klären das jetzt wirklich. Ja? Tschüss, schade. Jetzt auf Ernst, jetzt ist die Kamera raus. Okay. Komm her, Mann, ich blätze dich!